Ein Schuss weggematcht. Oh, jetzt sind wir hier in diesen lauten Gefilden. Oh, oh, ist das laut. Oh, oh, was sind das denn für ekelhafte Viecher? Ein Stromschalter war einige Bereiche sind nicht versorgt. Möchten Sie die abgeschalteten Bereiche aktivieren? Aber natürlich. Ja, na, na, na. Los, 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 los. Oh, ist das hier ein Labyrinth? Ist das ein Labyrinth? Ah. Uah, bist du für den Hässlicher. Ah, ist doch noch so einer. Verdammt, ich wusste das, die Viecher. Mein Gott, da wird ja immer extremst übelst laut hier. Übelst laut, da bin ich jetzt mal aber so sagen. Das ist aber nicht so schön. Ah, Burschen, raus der Dart haben wir hier. Ah, das ist ein aktivatives Auslösesystem. Es ist ziemlich groß. Mag sein. Was haben wir hier? Nichts, nichts. Wofür sind wir jetzt hier? Ja, anscheinend für nichts und wieder nichts. Komm schon mal, bitte hier immer gut rein. Irgendwas. Ja, Hauptstromschalter, glaubt das kein Strom. Möchte ihn anschließen, aber natürlich. Der Aufzug wird eingeschaltet, als die Energiequelle an den Stromkreis angeschlossen wird. Aha, aha. Gut, uns geht es insgesamt noch super. Wir haben anscheinend jetzt immer Tolles gemacht. Ich muss aber ganz kurz die Nase kratzen. Ah, so, so, so. Wir waren ein bisschen am Lücken. So, und jetzt geht's auch los wieder raus aus diesen lauten Gefilden. Ich hasse diese Lautstärke. Also, das ist halt eine... Ja. Ui, 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 ui. Oh, die sind so fies, die Viecher zu einem. Ja, 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 ihr könnt nicht mal alle. Ihr könnt nicht mal alle. Ich glaube sogar schon fast, wir werden uns sogar noch in dieser Aufnahmesession sogar wieder mal durchspielen. Hopp, 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 das einmal, also wir werden es sogar durchkriegen. Das ist schön, dann kann ich nämlich eigentlich schon mal für Resident Evil 2 anfangen. Also das ist gut für mich, gut für euch, weil ich kann nämlich dann schon mal ein paar Folgen vorproduzieren. Ich hoffe mal, ich werde es auch machen. Ich kenne mich dann nämlich selbst leider immer ein bisschen zu gut, was sowas betrifft. Wir haben jetzt eigentlich auch gar keinen Schuss so wirklich verballert, oder? So keinen einzigen. Das finde ich toll. Oder haben wir... Ne, doch, wir haben einen verballert. Ne, haben wir... doch, gegen für den Zombie. So, wir... Einzige, was wir jetzt eigentlich nur benötigen, ist... Ne, was zum Heilen. Und dann war es das auch schon im Großen und Ganzen. Aber boah, so viel haben wir gar nicht. Fällt mir gerade mal so auf. Ah, da habe ich mir auch echt ein bisschen mehr erhofft. Ach, okay, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Das heißt, wir heilen uns jetzt erstmal einmal ganz normal. Ja. Und nehmen jetzt noch ein Kräutlein mit. Einfach nur, weil wir es können. So. Da kommen wir nehmen normales mit. Kein Antigiftkräutlein. Ah, so. Und schon geht's auf zu neuen Gefilden. Wir haben jetzt schließlich irgendeinen Aufzug aktiviert. Den haben wir selbst noch gar nicht gesehen, aber ich zeige ihn euch mal. Da ist er. Ein Knöpke. Aber natürlich möchte ich draufdrücken. Aber ganz natürlich möchte ich da draufdrücken. Chris! Rebecca! Rebecca, you're safe. I saw you in the garden. I've caught up with you at last. Well, I'm glad you're all right. Don't go out alone. Yes, sir. Ja, geile Sache, ne? Hat uns Rebecca doch noch ein bisschen verfolgt. Ja, ich weiß, sollte nicht während der Sequenz reden, aber es ist eh nur eine Türsequenz. Na gut, jetzt sind sie nicht ganz gesprächig, wie es scheint. Aber egal, Hauptsache, wir sind mit Rebecca vereint. Die habe ich nämlich schon irgendwo vermisst. B4, jetzt sind wir da unten, wo der Tarn hier. Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. What do you mean? Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the stars? Now you're wrong. I was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to face anything. Even getting rid of you vigilante stars.
Now, the worst possible situation has occurred. The failure of the experiment created a virus, a biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with the tyrant virus. I lost some of my STARS team members because of it. You killed them with your own hands! Did you kill Enrico? Really? Yeah, like this. Rebecca! Don't move! If you do, I'll kill you. Chris, I have something to show you. Now, walk. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was der uns so zeigen hat. This? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it! Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? You can make sure yourself whether Tyrant is a failure or not. Go to hell. Jill will join you too. What? Don't come this way! No! Oh, fiese Sache. Also mit denen ist schon mal nicht gut Kirschen essen. Das ist schon mal, das steht schon mal so richtig übelst fest. You can't kill me! Ja, harte Worte, ne? Für einen, der keine Waffe in der Hand hat, war es dann viel schneller, ich hatte Gefühl. Ja, keine Ahnung, ob ich getroffen hab. Ja, man sollte lieber mal einen Schuss zu wenig als zu viel machen, bin ich ganz ehrlich. Ah, verdammt. Ja. Verdammt, warum treffe ich den nicht? Also, das stelle mich gerade wirklich ein bisschen sehr dämlich an. Nein! Hätte ich mal abzählen müssen innerlich. Perfekt. Können wir raus. Sie ist elektronisch verriegelt. So. Also, so viel Schuss haben wir jetzt doch gar nicht verschwendet. Gut, doch, ich sag mal, gute 3 Schuss haben wir schon verschwendet. Ja, bloß raus hier, raus. Door look device, unlock the door, natürlich. Auf einmal ist es Englisch. Was für ein schrecklicher Tod. Ich hätte eigentlich ja gedacht, was eine Schweinerei ist das denn hier? Was für eine Schweinerei. Und so hart es sich anhört, ich muss tatsächlich jetzt für den letzten Abschnitt des Spiels gleich eine kleine Aufnahmepause machen, weil ich bin gleich... Ja, erstmal lasse ich... Wow! Ha! It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. I see. How about Captain Wesker? He is sleeping with the ultimate failure. Hurry up. I want to get out of here. So, ich nutze es nochmal Zeit, weil ich bin mich gerade als Zocker nämlich zum Zocken verabredet. Ja, so kann es geschehen und da wird wirklich, boah, mein Gott, eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten, wenn es ganz, ganz schlimm läuft.
Beziehungsweise, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, wir müssen sogar noch etwas vorher machen, also passt das ja dann. Dann würde ich mir für den letzten Abschnitt sogar einen klitzeklein wenig Zeit... Excuse me, Chris! What, Rebecca? I saw a research file in this lab. It said that a great deal of research on the tyrant virus exists right here. We should blow this place up! We are already into it over our heads. Rebecca, can you do it? Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. See you outside the house. Na, das ist doch perfekt. Ich hatte nicht irgendwie Erinnerung, dass ich das machen muss, aber wenn es so ist, ne, dann ist er wieder gut. Nichtsdestotrotz, wir werden uns jetzt erstmal, weil jetzt muss ich mich langsam sputen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin, ja, und ich sag mal, ne, bis moin, vielleicht sogar heute noch, bis zur letzten Aufnahme dann. Ach ja, genau, so, ne, ist eine Schreibmaschine, hätte ich an Fahrbahn. Ja, das war's dann auch schon. Ich sag mal dann, ja, bis moin.